Ich möchte zunächst mal alle Referentinnen und Referenten jetzt nach vorne bitten, dass wir die einzelnen Beiträge diskutieren können, aber auch eine allgemeine Diskussion haben können. Wir sind jetzt ungefähr so 10 Minuten, haben wir eine Verspätung. Es ist eigentlich, wenn man den langen Tag bedenkt, gar nicht so viel. Ich möchte vorab sagen, dass Frau Mempel uns etwas vorzeitig verlassen muss, weil sie muss zum Flieger, spätestens um 19 Uhr, haben Sie gesagt. Deswegen würde ich vielleicht fast vorschlagen wollen, dass wir vielleicht gerade mit dem letzten Vortrag beginnen, zum Label oder überhaupt zu diesen Labeln. Ich sehe hier schon eine Hand vom Herrn Harzer. Ja. Ja, vielleicht zu dem letzten Vortrag mal zuerst ein kurzes Statement. Man muss natürlich immer genau dahinter schauen, wie die Produktion in diesen Ländern funktioniert und wie die läuft. Und wenn man das Label sieht, dass nur bis zur Blüte oder bis kurz vor Blüte eben chemische Pestizide eingesetzt werden, danach nicht mehr, dann muss man genau wissen, was die da machen. Das Gleiche passiert nämlich in Neuseeland. Wenn man mal in Frankreich, ich kann jetzt natürlich nur für den Obstbau sprechen, und in Neuseeland sich die Pflanzenschutzmittelpalette im Obstbau anschaut, gibt es da noch jede Menge alte Phosphorsäureester und Pyrethroide, die dort dann vor der Blüte draufgehauen werden, damit nach der Blüte nichts mehr kommt. So einfach läuft das. Und ich habe eigentlich den Eindruck, so in Deutschland hat im Moment der Umweltschutz noch mehr Gewicht als der Verbraucherschutz. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder rumdrehen, dann wird es schwierig. In Deutschland bekommen wir im Obstbau, weil es eine Raumkultur ist, keine chemischen Insektizide mehr zugelassen, gerade im frühen Bereich, wo wir noch keine Belaubung haben. Und die anderen Länder, die knallen dort alles drauf, Mittel, die bei uns gar nicht mehr zugelassen sind. Die aus umwelttoxikologisch ist das ein Nonsens und ein No-Go. Und wir sollen jetzt in die gleiche Richtung gehen, das kann ich da nicht verstehen. Ein Statement braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das sehr interessant, was Sie über Frankreich erzählt haben. Wie gesagt, ich bin ja für den IBMA hier und der IBMA Global ist in Europa tätig. Unsere Tochterorganisation in Frankreich ist sehr intensiv in Gesprächen mit der französischen Regierung gewesen. Alle Veranstaltungen, die der IBMA abgehalten hat, dort waren Vertreter der Regierung und haben sehr intensiv auch Abkommen unterzeichnet mit der biologischen Industrie, um diese Entwicklung und die Einführung von biologischen Pflanzenschutzmitteln in Frankreich zu fördern und dadurch auch eben die Möglichkeiten, chemische Pestizide oder die Rückstände zu reduzieren. Es gilt ja auch im integrierten Pflanzenschutz, um damit eben den Landwirten was zur Verfügung zu stellen. Also sie nicht nur im Regen stehen zu lassen, sondern neue Produkte aus dem biologischen Bereich an den Markt zu bringen. Noch ein Statement? Möchte jemand antworten? Oder? Präsentiert worden sind ja im Endeffekt zwei Label. Einmal das sozusagen komplett ohne Pestizide, allerdings vor der Blüte wird doch gespritzt, und einmal ohne Rückstände. Soweit ich weiß, gilt bei den meisten Pestiziden sowieso die Nachweisgrenze als Rückstandsgrenze. Das heißt, das ist nichts anderes als die Garantie des, was gesetzlich vorgeschrieben ist, oder nicht? Nein, das stimmt nicht, weil die Nachweisgrenze gilt nicht. Sie haben ja Höchstmengen für die verschiedenen Produkte. Und ja, aber normalerweise ist das doch, entspricht die doch relativ nah auch der chemischen Nachweisgrenze. Nein, die Grenze, die Sie gesagt haben, ist bei 0,01. Und wir haben ja durchaus einzelne Wirkstoffe, die haben deutlich höhere Rückstände zugelassen auf Tomate, Apfel, ja, wo auch immer. Okay. Die deutlich über 0,01 liegen. Das ist... Ja, aber im Endeffekt, also mein Statement wäre nur, es sind halt zwei Label, die beide mit kein Pestizid arbeiten. Sie benutzen beide Pestizide in der Produktion. Das ist nicht vertrauenswürdig und da werden Leute einhaken bei diesem Label. Ein Label per se halte ich für eine sehr gute Idee. Also ich gebe Ihnen recht, dass man das sehr genau hinterfragen muss, ob man das so benennt. Ob man das wirklich so benennt, weil das Risiko ist definitiv gegeben. Zwei oder ein Kommentar zu den Rückstandshöchstwerten, die basieren in der Tat nicht auf dem analytischen, machbaren Wert, sondern sind Ergebnis der toxikologischen Bewertung. Also insofern ist der Rückstandshöchstgehalt in der Regel deutlich über, oder nicht deutlich, aber ist in der Regel über der Nachweisgrenze. Die andere Frage, die ich nochmal stellen wollte, da bin ich jetzt auch völlig verloren. Lässt dieses Label in der Tat eine Behandlung vor der Blüte zu oder ist das die
die Situation aus Neuseeland? Ich meine, es lässt die Behandlung vor der Blüte zu. Ja. Sie kommen in, das ist tatsächlich, ich glaube, die französische Bevölkerung ist auch ein bisschen anders. Vielleicht auch, also die Zero-Pesticide, ich war da am Anfang auch extrem kritisch, weil ich auch gesagt habe, da wird dem Verbraucher was vorgespielt, was nicht stimmt. Und ob das der richtige Name ist, sei eben tatsächlich auch mal dahingestellt. Aber es kann auch durchaus sein, dass der französische Verbraucher da ein bisschen anders reagiert. Ja, also ich denke, dass so ein Label auch eine ganz große Gefahr bietet, weil wir vertrauen ja eigentlich auf unsere Rückstandswerte. Und ich weiß nicht, was macht das für einen Sinn ohne Pestizide, wenn ich der Meinung bin, dass wir die toxikologischen Grenzen einhalten, was ja bedeutet, dass die Lebensmittel unbedenklich sind. Und das schafft man wieder mit so einem Label weitere Verwirrung. Und dann denkt der Verbraucher, dann sind die ja doch nicht so gut, unsere Lebensmittel, dann müssen sie dieses Label haben. Und das gefällt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber da müssen Sie natürlich wissen, wir verlassen uns heute in Deutschland sowieso ja schon nicht mehr auf die gesetzlichen Höchstmengen, sondern der Handel hat seine eigenen Spezifikationen und die sind um ein Vielfaches strenger als das, was der Gesetzgeber zulässt. Das ist zwar richtig, aber ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt. Also ich traue da eher dem BfR, aber ja. Da waren noch zwei Wortmeldungen, Herr Balder. Frage zu den Nützlingen, wenn wir Ware verkaufen, Zierpflanzenbau, Gebäudebegrünung, Baumschuhware für den Gartenlandschaftsbau. Dort sind Nützlinge drauf, wäre ja wünschenswert. Wäre da denkbar, ein Label zu entwickeln, was so eine Ware deklariert? Gibt es Beispiele? Ob es Beispiele gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt Beispiele gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich vielleicht bei dieser Ware eine ganz gute Idee wäre. Dass wir aber die Erfahrung, die wir aber gemacht haben im Gewächshaus war, am Anfang im Projekt haben manche Betriebe gesagt, okay, ich zeige jetzt mal, dass ich mit Nützlingen arbeite. Und dann waren da Bilder drauf. Und dann sehen die Leute Insekten auf den Pflanzen. Ich kann sagen, was da für eine Reaktion kommt. Wir haben schon einen Fall gehabt, da ist eine Frau geflüchtet aus dem Gewächshaus, weil da Schlupfwespen drin sind. Also ich wäre vielleicht doch ein bisschen, vielleicht ist das Label da schlauer. Ich weiß nicht, also das, ich würde es praktisch nicht machen. Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ich möchte von einer ganz anderen Seite aus dieses Problem einmal aufgreifen. Und zwar eine Direktive diesmal, keine Verordnung. Und zwar die 2009-128 Anhang 3. So, das ist die sogenannte Sustainable Use Directive. Die hat dort hinten drin beschrieben, wie integrierter Pflanzenschutz zu sein hat. Und jede einzelne Bestimmung, die dort drin steht, haben wir heute hier genannt bekommen. Jede einzelne Bestimmung, die dort hinten drin steht, in diesem Anhang 3, ist eine Kann-Bestimmung. Da fängt das Problem an. Wir haben heute im Grunde eine Basis, bei der diese Kann-Bestimmung dazu führt, dass jeder im Grunde die Kontrolle von einer anderen Seite her verlangt. Und deswegen kommt man zu einem Label und so weiter, weil dieser Kann-Bestimmung nicht mehr vertraut wird. Dieser Kann-Bestimmung war eigentlich gedacht als eine Möglichkeit, das eine zu tun, das andere hinzuzufügen, das dritte vielleicht zu lassen, weil es nicht erforderlich ist und so weiter. Aber wir müssen den integrierten Pflanzenschutz eigentlich so ernst nehmen, dass er nachvollziehbar durchgeführt wird, und zwar in dieser Hierarchie. Zuerst die Sortenwahl und so weiter, wie es dort auch in Punkt 1 bis 7 oder 11, glaube ich, drinsteht. Das würde einen echten Schub erzeugen und eine ganz andere Sichtweise auf den integrierten Pflanzenschutz, der dann auch, wie wir vorhin diskutiert haben, angenähert an den Ökolandbau eine ganz andere Performance bekäme. So, jetzt sind direkt dazu würde ich mal gern fragen, ob Sie sehen, ob der ein Label im integrierten Pflanzenschutz dahingehend überhaupt möglich ist. Dass man nicht sagt, wir nehmen ein Label, da steht, wir benutzen keine chemischen Pflanzenschutzmittel, sondern ein Label, was eine Aussagekraft darüber macht,
wie gut der integrierte Pflanzenschutz eingehalten wird. Also das größte Label überhaupt, Global GAP, ist ein solches Label. Und das regelt im Grunde den Welthandel. Wenn Sie sich mit dem im Detail auseinandersetzen, dann finden Sie das auf jeden Fall in dieser Form abgebildet. In echt. Aber nicht bei dem Verbraucher, bei den Produzenten. Also ich möchte auch noch einen Kommentar dazu geben. Also es ist nicht die Frage, ob der IPM eingehalten wird. Also der integrierte Pflanzenschutz muss eingehalten werden. Nur der Begriff des integrierten Pflanzenschutzes, der ist natürlich auch ein bisschen butterweich. Und der ist von einer Kultur zur anderen Kultur, ist ja auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Das kommt natürlich mit dazu. Deswegen ist es natürlich schwierig, hierfür ein glaubwürdiges Label, was sich auch gut verkaufen lässt, durchaus eben zu generieren. Aber jetzt war da hinten schon ganz lange. Uwe, du kommst auch noch dran, aber nein. Ich sage nur kurz was, ein Glaubwürdigkeit-Label ist immer glaubwürdig. Und in der neuen Bio-Verordnung, wird neu formuliert, soll weniger die Prozessqualität beschrieben sein, sondern die Produktqualität, rückstandsfrei. Da hat die Bioszene auch Respekt vor, weil es kommt auch ein bisschen was geflogen. Es gibt Thermik, es gibt Wind und es gibt viel Wind. Und dann lege ich mal die Hand ins Feuer für absolut rückstandsfrei. Wer will das denn machen? Da haben auch die Bio-Leute Sorgen, ein bisschen, ne? Muss man sagen. Und das ist, ich bin für Labels, sonst würde ich nicht im Bio-Bereich arbeiten. Und ich glaube jetzt das Integrierte, das kann man dem Verbraucher nicht so richtig erklären. Das ist schon so alt wie unser Opa, der Begriff. Und Global GAP kann man auch nicht dem Verbraucher erklären. Jetzt wäre es eigentlich Zeit, einen nächsten Schritt zu machen bei Kulturen, wo das leicht fällt. Die Biobetriebe machen ja schon ewig in Möhren und Tomate gar nichts. Jetzt sind Sie dran. Es gibt tatsächlich eine Art Label für Nützlingseinsatz in Österreich und in Bayern, auch von den Verbänden dort ein bisschen gepusht, an Zierpflanzen. Dort wird Werbung gemacht, wir setzen Nützlinge ein oder mit Nützlingen produziert. Und im Endeffekt geht es um Verkaufswerbung. Also ist gerade ein Riesenthema. Und ich denke, in vielen Bereichen, wenn es jetzt nicht unbedingt auf dem Wohnzimmertisch landet, sondern vielleicht im Garten, ist es vielleicht auch tatsächlich ein Verkaufsargument. Wo ich auch noch mal darauf hinweisen, wir haben ja unglaublich viel gehört, auch unglaublich viel Grundlagenforschung, was ja noch echt einen weiten Weg hat, bis es bei uns in der Praxis landet. Unser Problem zurzeit ist aber durchaus, wir haben immer Zeiten, wo die Alternativen zu chemischen Verfahren nicht funktionieren. Wir haben Zeiten, wo die Nützlinge nicht aktiv sind. Wir haben Zeiten, wo, sehr interessant auch die Biostimulantien, wir haben ein ganz großes Problem, dass nicht immer das, was draufsteht, in den Biostimulantien drin ist. Biostimulantien werden auch nicht geprüft. Es ist in Veitshöchheim mal untersucht worden und auch wir hatten in Nordrhein-Westfalen einen Fall, Trichoderma-Präparate ausgebracht, war gar kein Trichoderma drin, wir haben das dann im Labor untersucht. Das macht natürlich in der Praxis nicht unbedingt Vertrauen für solche alternativen Verfahren. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und was noch ein ganz, ganz großes Problem in der Praxis ist, und da hänge ich mich eigentlich an den Herrn Harzer an, uns brechen jetzt die chemischen Pflanzenschutzmittel weg. Und wir haben ganz viel Erfahrung mit nicht chemischen Verfahren, aber in dem Moment, wo die versagen, brauchen wir immer noch eine Alternative. Und wenn wir die nicht haben, und da sind wir eigentlich also noch zu sehr in den Kinderschuhen bei den nicht chemischen Verfahren. Und leider habe ich das Gefühl, dass der Weg noch ein sehr weiter ist. Und ich weiß nicht, ob er nicht zu lang dauert. Wir haben auch das Problem, viele Sachen, die zugelassen sind, viele biologische Präparate, die zugelassen sind. Ich denke an MET52OD, brauchen wir dringend, wird in Europa seit 2 Jahren zugelassen, nicht vermarktet, in ganz Europa nicht. Auch das Bioten wird nicht vermarktet, weil die Wirksamkeit nicht so gegeben ist. Wir wissen total wenig über den Einsatz der alternativen Pflanzenschutzmittel. Also da fehlt noch ganz, ganz viel in der Praxis, das, was wir brauchen. Okay, danke. Ich würde den Unterschied, Biostimulantien sind keine Pflanzenschutzmittel.
Ich vom EBMA, wir wehren uns dagegen. Die Biostimulanzien haben auch keine Zulassung. Die Wirkung ist tatsächlich nicht geprüft, aber bei biologischen Pflanzenschutzmitteln, die durch Zulassung gegangen sind, schon. Ja, das ist nicht klar, aber Biostimulanzien waren ja auch in dem Vortrag drin und werden ja auch immer wieder als Alternative richtig genannt. Aber, und das Problem ist, in den Betrieben werden sie auch so eingesetzt, aber man weiß ja nicht, was drin ist. Ja, das sollte man lassen. Ja, aber ich meine, ich möchte das vielleicht mal am Beispiel von Eckart Koch Vortrag zeigen. Er hat gezeigt, dass Zelomon, was eigentlich zugelassen ist als Beizmittel für Weizen und für Gerste, um samenbürtige Krankheiten zu bekämpfen. Er hat gezeigt, dass es sehr wirksam war, besser als Tiram, ja, gegen Alternaria. Vergleichbar. Okay, das war bloß war links von dem Segal. Dann kam auch noch Fusarium im Mais, da sah es auch nicht schlecht aus. Genau. Ja, genau. Also es gibt Mittel, die Ihnen helfen könnten. Bloß das Problem ist, Sie dürfen die dort in dem Bereich nicht einsetzen. Wir haben die 1107 bekommen, eine Indikationszulassung daraufhin, weil man gesagt hat, wir haben mit Pestizidrückständen zu tun und die können von Kulturpflanze zu Kulturpflanze unterschiedlich sein. Deswegen brauchen wir die Zulassung für diese entsprechenden Kulturpflanzen. Die biologischen Mittel produzieren aber keine Pestizidrückstände. Insofern könnte man sie von dieser Auflage befreien. Schon könnte man Zelomon morgen in Karotten einsetzen und im Mais. Und das wäre mit einem Federstrich zu machen bei der EU. Wir haben als Industrieverband im Jahr 2017 eine Petition durchsetzen können im Europäischen Parlament, die fast einstimmig durchgegangen ist. Und da wurde der Kommissar beauftragt, geringe Produkte von geringem Risiko, biologische Produkte schneller zuzulassen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was er hätte machen können. Das wäre für eigentlich mit dem Federstrich zu machen gewesen. Bis 2018 sollte das durchgesetzt werden. Es ist leider nichts geschehen. Das ist die Problematik dabei. Wir könnten wesentlich mehr zur Verfügung stellen als Bioindustrie, aber das Zulassungsverfahren verhindert das. Gut, darüber werden wir morgen nochmal hören. Jetzt nochmal Uwe Harzer, einen kurzen Beitrag. Ja, ganz schnell. Nochmal zum Thema rückstandsfrei. Ist immer eine Frage der Definition. Wenn man das sieht in Ihrem Vortrag, Frankreich bewertet rückstandsfrei kleiner 001. Aldi macht das nicht. Wenn 005, 002 noch was auftritt, dann führt Aldi das als Wirkstoff auf, obwohl vielleicht der ein oder andere Bauer gar nichts zu kann, weil es sich um Abdrift handelt. Jetzt nochmal zu diesem Thema Verfügbarkeit, Extrakte, Low-Risk-Produkte oder wie immer man sie nennen will. Also wir haben ja in den letzten Jahren viele Versuche mit diesen Produkten gemacht, gerade im letzten Jahr über 10 Pflanzenextrakte, sogenannte Repellenzstoffe gegen Kirschessigfliege getestet, ohne jeglichen Erfolg. Wir haben aber auch interessante Produkte getestet, wie zum Beispiel dieses Staudenknöderich-Produkt Sakalia von Syngenta mit einem ganz tollen Erfolg gegen Mehltau, 2-3 Jahre lang, und dann ist das Ding in der Schublade verschwunden und wir haben keine Auskunft mehr bekommen, warum das nicht mehr weiterverfolgt wird von der Firma. Und nochmal zurückzukommen zu diesem Met 52 OD, was eben angesprochen worden ist. Wir werden in 2 Jahren in Deutschland den Pflaumenwickler nicht mehr bekämpfen können. Es gibt dann nur noch die Verwirrungsmethode, die in den Zwetschgenanbaugebieten Deutschlands nicht funktionieren wird, weil wir dort lauter kleine Parzellen haben. Das heißt, wir brauchen ein zusätzliches Produkt. Das wäre ein Produkt, das soll nämlich gegen den Pflaumenwickler wirksam sein. Es nützt uns aber nichts, wenn es zugelassen ist, aber nicht auf dem Markt erhältlich. Okay. Ein Kommentar ganz kurz. Ein kurzer Kommentar zu den Botanicals oder zu diesen Pflanzenextrakten, die gerade angesprochen wurden. Ich möchte mal eine Lanze für diese Botanicals brechen, weil sie wirklich in ganz vielen verschiedenen Detailversuchen große Wirksamkeit nachgewiesen haben und auch in unserem Sinne hinreichende Wirksamkeit haben können. Allerdings sind diese Botanicals Pflanzenschutzmittel ganz normaler Art und sind dem vollen Prüfumfang unterworfen. Und ausschließlich die Art und Weise der Nachweisführung ist anders. Das heißt, diese Botanicals sind eigentlich keine Alternativen in dem Sinne, wie wir sie heute diskutiert haben, sondern sie sind reguläre Pflanzenschutzmittel. Das ist etwas, was ich vorhin nicht näher ausgeführt habe, weil das zu lange gedauert hätte, aber wir müssen die rechtliche Definition stets uns vorhalten und schauen,
worüber wir überhaupt, wenn wir von diesen Biorationals sprechen, ganz explizit sprechen. Genauso, wie Elas das eben ausführte, sind die Mikroorganismen, die getestet werden, im Sinne des Gesetzes Chemikalien und haben hinreichende Wirksamkeit nachzuweisen. Und deswegen sind die natürlich auch vergleichbar mit chemisch-synthetischen Mitteln vielfach. Okay, danke. Die Frau Mempel hat uns verlassen und damit denke ich, wir sollten mal auch das Thema vielleicht Label verlassen. Ich möchte auch noch einen Kommentar dazu abgeben. Ich glaube, dass der Einzelhandel natürlich da, wenn da eine Möglichkeit gibt, das werbemäßig einzusetzen, da wahrscheinlich wieder draufspringen wird. Und was ich beim da vermisse, ist, warum gibt es bei uns kein Fairtrade-Label für die Produkte, die der Landwirt produziert. Wir haben in der vergangenen Diskussion nach der ersten Session gehört, dass im Grunde der Landwirt derjenige ist oder der Gartenbauer derjenige ist, der in der Wertschöpfungskette letztendlich am untersten Glied hängt und hier am wenigsten da eigentlich zu sagen hat und am wenigsten da draus holen kann. Aber es gibt kein entsprechendes Label und das wäre vielleicht etwas für den Einzelhandel, auch für unsere Produkte ein entsprechendes Label einzuführen, dass der Landwirt einen fairen Preis bekommt für das, was er produziert. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen vielleicht noch in die anderen Vorträge. Wir haben ja jetzt endgültig endlos Zeit, ich habe das vorher nicht gesagt. Ich weiß. Ja. Gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist. Flyer zur Kirschessigfruchtfliege, die liegen dann außen, draußen aus. Ja. So, ich hätte noch eine Frage vielleicht an Herrn Kogel. Das war ja sehr faszinierend mit der neuen Techniken mit RNAi. Ich habe mich immer gewundert, wie resilient diese Methodik ist, weil diese Laborversuche, die Sie auch da vorgestellt haben, die werden sicherlich, ich sage mal, mit Einspur Pathogenen gemacht, mit Klonen gemacht, die genau charakterisiert sind und wo dann auch letztendlich das RNAi-Konstrukt natürlich genau dahin geteilert ist. Aber Sie machen ja im Grunde eine genotypische Bekämpfung, keine phänotypische Bekämpfung. Und in der Theorie kann ich ja im Grunde jedes dritte Position einer Codon-Position verändern, ohne dass sich der Phänotyp verändert. Und wahrscheinlich habe ich das in einer Schädlingspopulation auch entsprechend ausgeprägt. Also meine Frage ist letztendlich, wie robust oder wie resilient ist diese Methodik im Hinblick auf eine Entwicklung oder Selektion von Resistenzen, wenn ich diese große Vielfalt der Sequenzen in der Schädlingspopulation habe? Ja, im Prinzip ist sie sehr, sehr effektiv und Resistenzen werden verhindert. Weil das Entscheidende ist natürlich, das Target rauszusuchen, was möglichst konserviert ist. Ne? Und wenn bei konservierten Targets ist es schon so, dass da nicht jedes dritte Nukleotid verändert ist. Also da gibt es schon, wie Sie auch gesehen haben, Targets, die sind in ganzen Pilzordnungen identisch und man konnte im Grunde die ganze Pilzordnung mit einer RNA bekämpfen. Jetzt gehen wir ins Detail. Wichtig ist bei diesen Anwendungen, dass man lange RNAs nimmt. Lange RNAs werden zerhackt in kleinere aktive Moleküle, dann die alle an unterschiedlichen Sites, also Sites in einem Gen oder in mehreren Genen anheften, sodass sie, auch wenn sie Mutationen an bestimmten Stellen haben, kein Problem haben, weil es unterschiedliche Moleküle gibt, die binden. Also das ist offensichtlich, dass man darüber diskutieren muss, ob es da schnell Resistenzen gibt, aber vom jetzigen Wissen her ist es so, dass das eine Strategie ist, die sehr gut auf Resistenzen reagieren könnte. Okay, danke. Herr Walder nochmal. Ich muss noch mal ein bisschen nachbohren. Alles, was ich heute mitbekommen habe, dreht sich nur um den Produktionsgartenbau. Der Bund hat einen Prozess vor 30 Jahren angeschoben, der 2017
in einem Weißbuchprozess weitergegangen ist, nach dem Motto Stadtgrün Qualität, wo der Bund allen empfiehlt, in der Produktion schon zu beginnen. Das, was wir mit Wertschöpfungskette ja auch meinen. Ich habe mit keinem Wort gehört Gebäudebegrünung, mit keinem Wort gehört Baumschulproduktion. Also da, wo in der Tat auch der Bürger mitbekommt, was diese Prozesse eigentlich bedeuten könnten. Dort, wo wir auch über Biodiversität reden. Wir bringen die Dinge nicht zusammen. Auch das Landwirtschaftsministerium ist ja daran beteiligt. Herr Schmidt, Sie sind ja dabei. Wie schaffen wir es, dieses Auseinanderdriften wieder zusammenzuführen zu einem Gesamtprozess? Ich habe da auch noch keine Idee, aber ich glaube, wir müssen da einen Weg finden. Denn wenn wir noch mehr uns in der Produktion, ich sag mal, schon fast zerfleischen über das, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, und es nicht schaffen, mit guter PR-Arbeit draußen zu vermitteln, haben wir in der öffentlichen Wahrnehmung bei diesen Geschichten draußen keine Akzeptanz. Also hat man, dass die Bevölkerung keine Akzeptanz hätte, das glaube ich eigentlich nicht. Also der Bund geht mit gutem Beispiel voran und sagt, auf den bundeseigenen Flächen soll Zero Pesticide Pflege betrieben werden. Und das wird sicherlich wahrgenommen werden. Und Herr Boas, wir haben Ihren Beitrag beim NAP gehört. Sie könnten vielleicht hierzu noch eine Einlassung machen. Wir werden sicherlich Wege finden und Wege vor allen Dingen auch noch nachhaltiger suchen, die es ermöglichen, einen nachhaltigen Pflanzenschutz auch in der Stadt durchzuführen, in einer Art und Weise, die der Bevölkerung sicherlich gut zu Pass kommt und die auch zurückhaltend genug ist, um hier keine wirkliche Diskrepanz zwischen den Nahrungsmitteln und dann den Pflanzen, die sie umgeben, entstehen zu lassen. Das war kompliziert. Lass mal Herrn Boas. Ja, so. Wissen Sie? Ja, Boas, Pflanzenschutzamt Berlin. Also wir haben in Berlin jetzt die Tatsache, dass die Regierung, die Landesregierung im Regierungsprogramm reingeschrieben hat, Seite 241 war es, glaube ich, unter dem Wort Biodiversität. Erst geht es um den Schutz der Bienen und zum Schluss kommt, steht dann der Satz, Berlin wird eine pestizidfreie Kommune. So, die pestizidfreie Kommune ist nun eine Initiative, ein Projekt vom BUND, von einer NGO. Okay, wir als Pflanzenschutzamt sind eine Behörde, die nationales und europäisches Recht umsetzen muss. Und das heißt, wir sollen den integrierten Pflanzenschutz einführen oder weiter umsetzen. Letztendlich liegen wir da mit dieser Kampagne vom BUND, pestizidfreie Kommune, ja gar nicht so weit auseinander. Weil unser Ziel ist ja nicht, dass wir hier tonnenweise Neonicotinoide, Herbizide, Fungizide in die Stadt bringen wollen, sondern dass wir, wenn wir Pflanzenschutzmittel in der Stadt anwenden, und ich sage ganz gezielt Pflanzenschutzmittel, das Wort Pestizid, da habe ich mittlerweile wieder was. Ich habe jahrelang das Wort Pestizid auch verwendet, aber das hat ja immer diesen negativen Touch, wird ja immer als was Böses, Pest, die Krankheit des Mittelalters, die alles hin und her rafft. Deshalb bleibe ich bei Pflanzenschutzmittel, weil, und das ist das Problem, was wir im Pflanzenschutz heute haben, Einschub mal diese Bemerkung, dass wir es nicht geschafft haben, weder das Ministerium, noch die Bundesbehörden, noch die Landesbehörden, dass wir der Bevölkerung mal sagen können, dass auch Pflanzenschutzmittel leider einen Nutzen haben. Viele könnten nämlich sich nicht den zweiten und dritten Urlaub im Jahr leisten und auch nicht das Auto und die ständigen Flugreisen und die Reisen mit AIDA. So, zurück zu den, zurück zu der pestizidfreien Kommune. Also wer sich heute noch mal ärgern will, heute Abend 21.45 Uhr ARD, Report Mainz. Wir durften letzte Woche auch dazu zum Glyphosateinsatz wieder mal uns äußern. Pestizidfreie Kommune machen wir. Wir wenden der Stadt keine glyphosathaltigen Herbizide mehr ein. Wir brauchen aber Glyphosat im Moment noch für Gleisanlagen. Wir haben keine Alternativen, außer dass wir dann übers Gleis laufen müssten und gegebenenfalls auch mal die Pflanzen rausreißen. Ich möchte jetzt nicht Hartwig Berger aus dem Jahre 2000 zitieren. Ich mach's doch. Studenten und Arbeitslose übers S-Bahn-Gleis. So, machen wir nicht. In der Stadt brauchen wir aber, das Wort Met 52 ist gefallen, ich habe das gerade auf dem Tisch zu liegen und habe das gestern nochmal korrigiert, dass wir eben
in wertvollen Pflanzen, die es in der Stadt Berlin nun mal gibt, auch Pflanzenschutzmittel brauchen. Da wollen wir nun nicht die scharfen Bretterknaller haben, sondern da wollen wir gezielt Pflanzenschutzmittel anwenden und nach Möglichkeit auch biologisch wirksame Präparate. Und das wird auch von unserer Landesregierung akzeptiert. Pestizidfreie Kommune bedeutet letztendlich nicht, dass man überhaupt keine Stoffe mehr anwendet, weil es ist unrealistisch. Und man muss sich auch von diesem Label, halte ich das hier eben vorgestellt wurde, überhaupt nichts. Weil man muss auch ehrlich sein zu den Menschen und muss ihnen sagen, wenn ihr das ganze Jahr über volle Geschäfte bei Edeka, Aldi und Lidl haben wollt, dann müsst ihr auch diese Pflanzenschutzmittel akzeptieren. Und wenn ich also Grünanlagen haben will, wie zum Beispiel den Britzer Garten oder auch die vor 2 Jahren stattgefundene IGA, auch auf diesem Gelände wurden Pflanzenschutzmittel angewandt. Ansonsten kann ich diese Pflanzen so nicht präsentieren. Und das sieht eigentlich jeder, oder sollte jeder normal denkende Mensch einsehen. Noch eine Hinzufügung. Noch dazu ist es so, dass in der Stadt auf den Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, nur ganz ausgewählte und besonders bewertete Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen. Und das beachten Sie ja ebenfalls. Ne? Ich würde gern was ergänzen. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein Problem. Das heißt ja hier nicht chemischer Pflanzenschutz, aber Falco hat es ja schon gesagt, wir haben eine Verordnung. Da steht, alles, was zugelassen wird, ist ein Pflanzenschutzmittel. Wir differenzieren hier gerade zwischen gut und schlecht. Und eigentlich sind die Kriterien ja für alle Pflanzenschutzmittel gleich, sodass wir sie auch rein theoretisch alle gleich bewerten sollten. Tun wir gerade nicht. Ich habe jetzt so den Eindruck, dass das, was chemisch, also vielleicht nicht chemisch, weil chemisch ist irgendwie alles, aber synthetisch ist, ist gerade ganz böse. Wir bewegen uns dahin. Vielleicht kann man sagen, okay, low risk, da haben wir ein Kriterium, das ist besser. Und vielleicht, wenn wir da morgen zukommen, können wir sagen, es gibt aber bestimmte Pflanzenschutzmittel, ob das jetzt welche mit geringeren Auswirkungen sind, die im Ökoanbau dann zulässig sind, weil eben nicht so nachhaltig wirksam oder low risk, dass wir schon eben diese Pflanzenschutzmittel brauchen, dass vielleicht heute doch klar wird, wir können nicht ohne. Wir haben ja, ich wollte es eigentlich auch nicht sagen, aber wir haben das Problem, dass wir in vieler Hinsicht ja auch, es ist gar nicht offensichtlich, aber auch schon eine Abwanderung der Produktion haben. In den Konserven, da steht nicht drauf, wo die produziert werden. Aber unsere Bohnen, Gurken, geht mal gern nach Indien. Jetzt kann man gerade in den Laden gehen, da sind Trauben, Indien. Unsere Bohnen im Sommer kommen aus Kenia. Wollen wir vielleicht das hier behalten, ein bisschen was aus der Produktion? Ich glaube, dass es den Verbraucher nicht schert am Ende, ne? Steht da Deutschland drauf oder nicht. Es ist ja da. Und das, was wir verlagern, ist, und das fände ich wirklich schade. Und wenn wir am Ende sagen, okay, wir wollen meinetwegen einen reduzierten Pflanzenschutz, wir wollen in eine bestimmte Richtung gehen, meinetwegen, aber einen Pflanzenschutz in irgendeiner Form, der uns eine Produktion von Gemüse und gartenbaulichen Kulturen erlaubt, den möchten wir bitte schon behalten. Gut, klares Statement. Da hinten. Ja, ganz kurz noch. Der Begriff Global Gap wurde schon ein paar Mal genannt. Ich arbeite bei Global Gap. Und zwei Themen kurz. Das eine war, integrierter Pflanzenschutz ist Basis für jeden Betrieb, der ein Global Gap Zertifikat haben möchte. Wir haben 200.000 Betriebe weltweit, die letztendlich auch diese Sachen umsetzen. Das zweite ist zum Thema Label. Ja, es gibt ein Label von Global Gap. Es gibt eins für Aquakultur. Es gibt seit einem Jahr auch ein Label für Blumen- und Zierpflanzen, da ist auch die Baumschulen auch mit dabei, ja, der BDB weiß auch Bescheid, ja, also da wären sie auch gut aufgehoben, ja, da gibt es auch gute Anforderungen, die letztendlich dort auch umgesetzt werden können, ja, also von daher tut sich da schon einiges und letztendlich ist es auch eine Möglichkeit für den Bereich der Baumschulen und Jungpflanzen auch was zu tun. Darf ich die Gelegenheit nutzen? Ich habe mal 2000, war das glaube ich 2001, EUREP gab damals mitberaten, als es im Entstehen war. Meine Frage ist eigentlich, warum tritt Global Gap nicht auch so auf, dass es vom Verbraucher selbst erkannt wird? Also es ist ja tatsächlich vorhin genannt worden, dass es eigentlich für die Produzenten da ist und so war es ja auch ursprünglich gedacht. Ja, das ist ein gutes Thema, weil vom Beginn her, wo Sie sagten, Europe Gap in den 90er Jahren entstanden, ist auf Neudeutsch als Business to Business gestartet.
Ist es im Moment auch noch, aber wie gesagt, es gibt im Aquakulturbereich gibt es bereits ein Consumer Label. Für den Bereich Blumen- und Zierpflanzen gibt es das seit einem Jahr. Und wir haben schon Versuche gemacht in Japan, um auch ein Label zu etablieren für Obst und Gemüse. Ja, also von daher kommen wir so ein bisschen aus dem Schatten raus, von Business to Business, zu Business to Consumer, B2C. Das heißt, da wird sich einiges tun. Ja? Also von daher wird sich, ich denke mal, die großen Handelsketten werden anfangen dieses Jahr mit Blumen- und Zierpflanzen. Wenn Sie da mal drauf schauen, so ein rosa Label GGN, können Sie auch auf der Webseite sehen, www.ggn.org, wo auch die Produzenten eine Möglichkeit haben, ihren Betrieb dort vorzustellen. Weil sie können über einen QR-Code sozusagen direkt schauen, wo kommt diese Pflanze her, wo kommen diese Produkte her, weil wir haben auch noch einen anderen Standard am Start, nennt sich dann Chain of Custody, das heißt, wir haben da die Möglichkeit, der Ware zu folgen, vom Global Gap Produzenten über alle Vertriebswege, bis tatsächlich diese Ware im Regal liegt, und deshalb können wir auch labeln. Und das war halt immer das Problem, was wir im Beginn hatten, dass wir auf dem Produzentenbetrieb aktiv sind, und sobald der Produzent seine Ware verkauft hat, sind wir raus gewesen. Ja, also von daher war Label nicht möglich, weil wir nicht garantieren konnten, dass diese Ware dort auch tatsächlich von diesem Produzenten kommt. Mittlerweile sind wir in der Lage, das abzubilden, wo tatsächlich diese Ware herkommt, und daher können wir auch mittlerweile labeln. Ich weiß tatsächlich, dass das funktioniert. Meine Ananas kam kürzlich aus Rautheim, in Rautheim kam aus Ghana von Milani, und den kenne ich persönlich. Das war wirklich enorm. Okay. Bei Obst und Gemüse haben wir das noch nicht. Ja, das ist noch im Anfang begriffen. Bei Blumen- und Zierpflanzen ist es häufiger relativ einfach, weil die Vertriebswege auch relativ kurz sind. Ja, also das ist noch übersichtlich, wie das bei Obst und Gemüse aussieht. Das werden wir dann in der Zukunft sehen, weil dort natürlich auch der Aufwand relativ groß ist, um letztendlich alle in der Kette auch mit zu integrieren. Am Ende des Tages ist es aber auch letztendlich wieder eine Anforderung des Handels, wenn die sagen, wir wollen ein Label haben. Weil wir können letztendlich nur diesen Standard zur Verfügung stellen. Umsetzen müssen es dann tatsächlich diejenigen, die sagen, dass es für uns irgendwo einen Mehrwert bringt. So, jetzt haben wir mit dem Label angefangen, und ich möchte die Diskussion jetzt auch mit dem Label beenden, weil ich wurde vom Hausherrn schon diskret darauf hingewiesen, dass wir uns seit über 25 Minuten im Get-Together befinden, was draußen stattfinden soll. Ich möchte nur sagen, dass ich diese Diskussion für sehr wichtig und für sehr wertvoll halte, insbesondere weil wir das aus ganz verschiedenen Perspektiven diese Problematik beleuchten und betrachten und diskutieren. Deswegen möchte ich jetzt einfach überleiten, nicht zum Get-Together, aber zum Stay-Together. Und dieses Stay-Together, das wird eben draußen stattfinden, wenn ich richtig bin. Jetzt weiß ich nicht, ob die Organisatoren noch etwas organisieren.